Ihr wollt mich jetzt ernsthaft dazu bringen, dass ich hier Angst habe. Und es passiert nichts. Es passiert... Wie macht man das? Wie behält man das alles in seinem Inneren, dass das Gedicht nicht die Schmerzen verrät? Niemand wird je die Schuld erahnen, die du verspürst, nie die dunklen Gedanken erfahren, die du für dich behältst. Ja, schön. Was war das noch für ein Geräusch, was da gerade kam? Solaranlagen. Geht doch. Okay, ich habe schon gedacht, das würde nicht funktionieren. Mal schauen, wo wir jetzt verschlossen. Wo führt das denn hin? Also wenn drei offline sind. Ausgerichtet. Nicht ausgerichtet. Es gibt... Wie viel? Drei oder vier, wenn das hier... Wahrscheinlich gibt es drei. Da stand gerade noch verschlossen, aber was ist das denn? Was ist das? Es gibt drei, wie wir an dem Plan sehen können. Und... Einer ist nicht ausgerichtet. Ne, zwei sind nicht ausgerichtet. Ha, gut. So, ja, O2. Machen wir. Irgendwann. Später. Springe ich dann... Ach, wie ging das nochmal? Mit Alt. Gut. So. Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu dem... Aua, Mann. Was? Wo? Was auch immer das für Viecher sind. Wo kommen die her? Da kommt ihr doch her. Gut. Dann wird hier erstmal kaputt gemacht. So, Ende, Ende, Ende. Sehr schön. Das ist jetzt mal endlich mal eine Sache, wo man weiter hier im Weltraum ist. Sowohl... Die sind doch noch von woanders hergekommen. So, jetzt reicht's mir langsam. Wo seid ihr noch? Nein, aber... Ich finde das gerade nicht. So ein Scheiß auch. Egal. Ich habe gerade Probleme, mich zu orientieren. Das war's mit diesen Feinden hier, habe ich das Gefühl. Na gut. Ja, können wir wieder landen? Danke. So. Dann nehmen wir erstmal ein paar Sachen auf. Wird ja auch mal wieder Zeit, dass wir uns Sachen nehmen. Ja, du hast noch eine halbe Minute Zeit. Alles locker. Okay, wenn ich in der Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch rumhecheln wie sonst was. So. Also alles drum. So, und jetzt schaue ich mal, wie ich die Teile aktiviert kriege. Ich nehme mal an, ich muss da nach oben. Hoch hinaus, nach oben, hoch hinaus. Oder auch nicht. Wenn ich hier reingehe, sterbe ich wahrscheinlich, aber... Dort ist das eine. Dort... leuchtet? Das leuchtet. Falsch ausgerichtet war. Ah! Haha! Jetzt verstehe ich so langsam. Gut. Können wir hier hingehen? Das aufnehmen? Das ist doof. Inventar ist voll. So ein... Na, so muss man das ja aktivierend benutzen. So, bitte, danke. Und... So. Hier ist Sauerstoff und die Konsole... Wo ist denn hier eine Konsole? Ich brauche ja so eine Art Konsole, oder... Hier hinten ist nichts. Fliegen wir mal nach dort oben, weil hier... Ha! Habt ihr was gefunden?
So, ziehen wir das Ganze mal rüber. Dort, wo es hingehört. Ich glaube. So, ah, schön. Cool. Okay, Ellie, einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckungen zu öffnen. Sloth, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie, Sloth, weg hier. Ellie, kommen. Läuft ja nicht so schön. Und ich glaube, von denen kriegen wir gleich auch noch schön Besuch. Schön Besuch. Aber erstmal richten wir den aus. So. So, beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt, dass ich so wortkarg war, bin und so. Und da soll das eigentlich sein Ende haben. Ah, ich muss mehr reden. Ja. Okay, aber nicht wahnsinnig sein. Ja, kling. So. Wir kommen weiter. So, endlich können wir uns wieder... bewegen. Schön. Scheiße, Isaac! Ellie! Alles in Ordnung? Nein! Wir haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glauben? Isaac, die Viecher sind immer noch zum Transitknoten unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. Ja, die sollen zum Knoten gehen. Und wir holen uns erstmal noch alles Mögliche, was wir hier finden können. So. Hat ja alles noch schön Zeit. Zumindest für uns. Wir sind hier draußen. Ich meine, wenn man im Universum ist, also im All, dann kann man sich doch eigentlich alle Zeit der Welt lassen, weil da merkt man eigentlich wirklich mal, wie weit entfernt man von der Erde ist, die man hier gar nicht sieht. Wie entfernt man eigentlich von der ganzen Kultur ist, wenn man jetzt nicht unbedingt denkt, dass man hier natürlich etwas zu tun hat. Komm her. So. Weil dann ist es eigentlich ja ein recht schöner Moment, wenn man dann einfach mal die ganze Freiheit mitbekommt. So, schauen wir noch dort drüben, ob wir hier... Da sind noch Kisten. Kisten im All. Im All. Oh Mann, ich bin verschnupft. Das ist nicht schön. Manu. So. Ist das schön. Uns geht's gut. Hier oben. Ja. Dort hinten ist nun auch nichts mehr, oder? Hier haben wir auch schon kaputt gemacht. Ja, da liegen noch ein paar Überreste. Gut. So, das heißt, das letzte Mal holen wir Sauerstoff zu uns und dann geht's da oben wieder rein. Denke ich mal, dass wir da oben rein müssen. Jetzt sind ja alle ausgerichtet. Also wunderschön, wunderbar. So wie es sein sollte. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir wieder reingehen wollen, dass uns irgendetwas entgegenkommt. Nicht, schade. So. Austritt Schwerelosigkeit. Ausgerichtet. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schneidersitze werden initialisiert. Schneidersitze? Geil! Achterbahn! Wuhu! Oder was gibt's jetzt? Schleudersitze. Ha. Schön. Ausweichen! Ausweichmodus! Yeah! Wenn man bedenkt, dass das eigentlich alles total leise ist hier im Universum. Was ja eigentlich hier auch Sinn macht, dass man hier dann immer nur... Oh oh, Rauschen hört. Wo muss ich denn durch? Da muss ich durch. Ui. Ha, ist das geil gemacht. Das war... falsche Richtung. Aua! Haha! Das tat weh. Nicht so wie es zum Beispiel in Star Wars ist, dass man da dann ständig
ständig die ganzen Laserschüsse hört und was da sonst noch alles an Geräuschen ist, wenn die mit den TIE Fightern und X-Wings irgendwas da im Weltraum platt machen oder sich gegenseitig kaputt schießen. Diese Ruhe, die ihr hier hört, so hört sich das Universum eigentlich an. So, nach da, dann musste ich hier nach rechts, weil sich das so toll dreht. Und dann müssen wir da durch. Boah! Wie geil das eigentlich nur gemacht ist. Das ist... So, und jetzt müssen wir nach rechts. Weil das kommt dann recht schnell. Und ja, dann sehen wir auch schon den Boden. Wo sollen wir denn dann? Okay. Wir überleben den Sturz. Hoffentlich. Like a boss. Und er hat sich gar nichts getan. Schaut euch die Lebensleiste an. Perfekt. Alles voll. Moment, dadurch, dass es hier ja jetzt kaputt gegangen ist, müsste doch eigentlich hier Verbindung zum Universum da sein. Hier, wie heißt das? Ein unglaublicher Druckfall müsste doch sein. Okay, wir haben viel zu viel Munition dafür. Ellie, wo sind Sie? Draußen, beeilen Sie sich! Und ich bin jetzt irgendwo völlig anders, wo es natürlich wieder schöne Shops gibt. Eigentlich wäre es auch mal schön zu hinterfragen, warum die ganzen Shops hier immer stehen. Wozu haben sie diese Shops? Laserkanone. Ah ne, das ist ja kaufen, das ist verkaufen. Gut, was können wir denn verkaufen? Die ganzen Halbleiter, die sich eh nur zum Verkaufen anbieten. Sucherprojektile, ich habe doch... Ich habe gar keine Sucherwaffe. Impulsgewehr, ja. Energiekanone und so, ne? Ja. Ich verkaufe mal wieder zu viel in der Hinsicht, dass ich das wohl nicht brauchen werde. Und ja, wie konnte ich nicht vergessen, dass jedes Mal, wie wenn ich... Wie krieg ich das? Nein, 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 F. Mache ich das wieder so am besten, okay. Laserkanone, Laserkanone. Ja, wir haben aber schon 4 Waffen, ne? Detonator, was kann der denn? Halte linke Maustaste gedrückt, um einen Strahl aufzuladen und lasse dann los. Na, hört sich gut an. Ist halt eine Laserkanone, ne? Drücke Leertaste, um einen Strahl kinetische Energie auf den Boden zu feuern und alle nahen Objekte wegzustoßen. Hört sich interessant an. Aber da wir schon 4 Waffen haben, gehen wir erstmal auf Energieknoten. Wir wollen ja alles upgraden und so weiter und so fort. So, ja. Nein, es ist... Ach. Man muss bei dem Spiel schon aufpassen, ob man jetzt die Umschalttaste gedrückt hat oder nicht. Weil dadurch zielt man die ganze Zeit, weil... Moment, warum eigentlich? Wenn ich Umschalt drücke, ist es ja eigentlich konstantes Shift drücken. Und daher macht das, glaube ich, nicht unbedingt viel Sinn. Nicht unbedingt. Aber es hat irgendwie einen Effekt darauf, dass ich die ganze Zeit ziele oder dass man die ganze Zeit zielt. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der diesen Fehler gemacht hat. Hey, hier waren wir doch schon mal? Fragezeichen.